Hi Five, Low Five und wenn der Mund immer noch auf dem Tisch steht, dann herzlich willkommen zu einem neuen Commentary. Ich bin's wieder, der Kritzsoldat von In Your Face Gaming und da nicht jeder von euch Far Cry Blood Dragon von mir schaut, habe ich mir gedacht, hau ich jetzt einfach mal einen Commentary raus, denn ich habe richtig gute Laune und auch einige Informationen für euch. Das erste, was mir mit Abstand am meisten Freude bereitet, ist, dass ich endlich meinen Studienplatz habe und somit auch in Zukunft mehr Videos von mir kommen können, sobald ich von zu Hause ausgezogen bin. Es soll jetzt keineswegs heißen, dass ich während der Studienzeit mehr Zeit haben würde für Videos. Nein, es wird aber definitiv einen Vorteil bieten, was den Upload angeht. Denn mein größtes Problem ist aktuell meine langsame Internetleitung. Und das Problem, dass ich zu Hause wohne und somit mein PC nicht unbeaufsichtigt einfach stehen lassen kann, denn meine Eltern mögen es überhaupt nicht, wenn irgendwie der PC stundenlang läuft und keiner da ist, also sowas wie morgens vor der Schule PC starten, auf Upload klicken und dann mittags sich übers hochgeladene Video freuen, geht bei mir halt nur sehr selten und meistens gar nicht, deswegen kommen auch maximal immer nur so ein, zwei Videos pro Woche von mir. Denn ich muss ja eigentlich das beaufsichtigen, damit niemand abbricht. Und das ist halt die Sache, die auf jeden Fall wegfallen wird, sobald ich von zu Hause ausgezogen bin. Zum anderen werde ich wahrscheinlich auch deutlich schnelleres Internet haben, denn aktuell haben ja fast alle irgendwas mit 50.000, 100.000 teilweise. Ich habe ja gerade mal noch meine 16K-Leitung. Vor 2 Jahren war das vielleicht noch relativ schnell, aber mittlerweile ist diese Leitung einfach viel zu langsam, denn die Videos sind auch wegen der Qualität, wegen der besseren Bildqualität größer geworden und somit brauchen sie auch viel mehr Zeit. Ich brauche zum Beispiel für die Far Cry-Geschichten da, brauche ich 3 bis 5 Stunden für den Upload. Und ja, das ist halt ein bisschen doof. Das ist sehr zeitraubend. Ich verliere halt sehr viel Zeit, in der ich zum Beispiel mehr Sachen machen könnte. Ich könnte auch problemlos mehrere Projekte gleichzeitig aufnehmen, aber meine Internetleitung und meine familiäre Situation, meine Wohnsituation, die aktuell halt ist, bremst mich in dieser Sache ziemlich krass aus. Des Weiteren wollte ich mich noch dafür bedanken, dass so viele von euch meine Far Cry 3 Blood Dragon Serie gucken. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so gut bei euch ankommt. Klar, es interessiert nicht jeden, zum Beispiel einem Arkanoch gefällt das Spiel überhaupt nicht, aber naja, er muss sie ja auch nicht gucken, ne? Immerhin schaut die Hälfte von euch, also von euch aktiven Abonnenten, diese Videos und das finde ich echt cool von euch. Ich werde auf jeden Fall die Serie fortsetzen. Aber ich muss euch an dieser Stelle schon mal vorwarnen, in der nächsten Aufnahmesession war der Wurm drin. Erstens, ich habe nichts auf Kette bekommen, weil für mich das Far Cry Spielprinzip eigentlich was komplett Neues ist. Ich habe noch nie zuvor irgendein Far Cry gespielt, außer Far Cry 3 ein, zwei Stunden im Multiplayer, aber das hat ja nichts mit den Spielmechaniken im Singleplayer zu tun. Von daher ist Blood Dragon sozusagen mein allererstes Far Cry und da fail ich halt entsprechend rum. Ein weiteres Problem, was ich hatte, war, dass ich während der Aufnahmesession ungefähr 3 oder 4 Mal angerufen wurde, weswegen auch die zweite Folge, ich nehme mal nur so 2 Folgen auf am Stück, weil sonst kriege ich die nicht verarbeitet hier und ihr kriegt auch eure Videos nicht pünktlich geliefert. Deswegen wurde auch die zweite Folge knapp 5 Minuten kürzer, als sie ursprünglich geplant war. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ein weiterer Punkt, der von euch auch kritisiert wurde an dieser Serie, war, dass der Ingame-Sound etwas zu leise ist oder auch meine Stimme teilweise zu laut. Ich hoffe, ich habe es ab der nächsten Session, die zwar nicht ganz so gut war, halbwegs in den Griff bekommen. Ab Folge 5 wird es dann auch Untertitel geben und ja, ich hoffe, ihr werdet auch weiterhin dabei sein. Wenn es wirklich weiterhin so gut läuft mit der Serie, werde ich sie auf jeden Fall bis zum Ende durchziehen, denn dieses Spiel wird circa 15, maximal 16 Folgen brauchen und mittlerweile, weil ich auch mehrmals den Spielstand nochmal neu spielen musste, bin ich auch halbwegs in der Spielmechanik drin. Das war's im Großen und Ganzen von mir. Boah, jetzt wurde ich gerade schon wieder angerufen, das gibt's doch gar nicht. Es ist momentan überall der Wurm drin. Ich hoffe, in der nächsten Aufnahmesession wird das nicht mehr der Fall sein. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen mit dem Spiel befasst und von daher war's das. Ich verabschiede mich jetzt zum zweiten Mal von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kritzsoldat.